Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend. Ah, schön. Hallo Vika, hallo Agassi, schön, dass ihr da seid. Ganz schön warm. Prost. Wie geht's euch? Hattet ihr einen schönen letzten Arbeitstag heute? Und dann freut ihr euch genauso wie ich auf das lange Wochenende. Ah. Ich leg das erstmal hier hin. Boah, angeblich ist für gleich ein dickes Gewitter angesagt, aber ich sehe bisher nur blaue Wolken, darum glaube ich da nicht dran, dass hier irgendein Gewitter hinkommt. Falls doch, kann es natürlich sein, dass ein Blitz einschlägt und das Internet weg ist. Aber ich gehe erstmal nicht davon aus, denn es sieht alles gut aus. Unwetterzentral. Oh ja, es ist orange. Naja, egal. Noch drei Benachrichtigungen. Aber heute Nachmittag hatte ich kurz Schiss. Da bin ich von der Arbeit zu meinem Auto gegangen. Ich habe gesehen, dass mein Licht noch an ist und dachte schon, ach du Scheiße, ey, ich bin der Letzte. Hoffentlich springt das Auto noch an. Aber ich hatte Glück und es hat die 9 Stunden mit Licht überlebt. Trotzdem, ey, mein Herz war einen kurzen Moment am Stillstehen. Sehr lecker. So, wir spielen mal wieder Zelda. Und Arbeit war in Ordnung. Aber wir haben da so einen dusseligen Kollegen, der einfach nur nervt. Nicht nur mich, sondern alle. Ja, okay. Das ist natürlich doof. Nervige Kollegen können ätzend sein. Oh, ich bin halt Zelda. Ich werde heute einfach ein bisschen Schreine machen. Mal für den Feuertempel. Haben wir noch keine Rubine, um uns die Rüstung zu holen. Und die ganze Zeit mit Hitzeschutz finde ich doof. Ja. Aber trotzdem so ein bisschen. Ich habe das schon öfter gehabt. Manchmal vergesse ich das einfach. Und die Jahreszeit ist auch scheiße. Wie fährst du los, wenn es noch dunkel ist? Ich bin um halb sieben losgefahren. Da musste ich ja noch Licht haben, weil es so ein bisschen bewölkt war. Und auf der Arbeit ist es dann schon scheißen hell. Und da denke ich halt auch nicht mehr dran, dass ich das Licht anhatte. Aber gut, es ist ja alles gut gegangen. Und das ist ja das Wichtigste. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hier stellen soll. Mein ganzer Schreibtisch ist schon wieder voll. Scheiße. So. Ich kann das mal so versuchen. So kann ich den Chat noch gut lesen, ohne dass ich aus der Kamera rausgucke. Live. Da sind wir. Na, komm schon. So. So, da sind wir wieder. Mit der wunderschönen Musik. Ich hoffe, die ist laut genug. War noch ein bisschen lauter, oder? Endlich wollen endlich zocken. Ja, geil. Hab ich mir auch gedacht. Ich bin morgen noch auf dem Geburtstag. Vorher noch zu Papa. Und mein ganzer Samstag ist eigentlich ein bisschen stressig. Da habe ich mir gedacht, heute machen wir einen ruhigen. Ein bisschen Entspannung nach dem aufregenden Speedrun gestern. Karte. So. Wir können mal in Ateno anfangen. In Ateno habe ich noch ein paar Schreine, glaube ich, die ich nicht entdeckt habe. Hm.
Na, Masi. Knoblauch. Ganz schnell weg. Ich hatte gerade schon Salat, aber ich habe irgendwie Bock auf was Warmes gehabt. Darum gibt es jetzt noch Kräuterbrot und Mozzarella-Sticks. Boah. So. Was zockst du denn heute schönes, Vika? Stardew Valley. Oder Overwatch. Da ist einer. Days Gone. Oh, Days Gone habe ich mir, als es auf der E3 angekündigt wurde, auf die meinen Wunschzettel gepackt. Und habe es überhaupt nicht mitbekommen, dass es raus war. Und irgendwie habe ich dann einen Trailer nochmal gesehen und dachte mir, ich weiß nicht, ob ich mir das holen soll. Aber ist das gut? Na, wir gehen erstmal dahin. Und vielleicht sollten wir uns mal andere Rüstung anziehen. Mir macht Spaß, aber ich warte auch schon 3 Jahre drauf. Achso. Ja, aber die Vika spielt auch gerne Stardew Valley, das weiß ich. Darum, habe ich die Vermutung gestellt. Eins von beidem. Ich wusste gar nicht, dass es das vor 3 Jahren angekündigt wurde. Weil ich habe mir das letztes Jahr, glaube ich, auf Wunschliste gepackt. Oder maximal vor 2 Jahren. Ich dachte, das wäre letztes Jahr irgendwie zum ersten Mal angekündigt worden. Ah, so ein Zombie-Survival-Apokalypse-Ding, oder? Oder verwechsel ich das gerade? E3 2016 das erste Mal. Oh, krass. Wartest du doch quasi 4 Jahre? Nein, alles gut. Nicht, du wartest die vierte E3. Ich dachte gerade so 2016, haben wir nicht schon 2020? Ja, nein, wir haben es jetzt 2019. Ein schöner, warmer Sommerregen. Da macht Klettern besonders Spaß. Ich hoffe, man hört meine Schmatzgeräusche nicht. Ich persönlich finde Schmatzgeräusche echt eklig. Also wenn ich irgendwie mit jemandem am Tisch sitze und der halt schmatzt so richtig laut, ne, so mit offenem Mund, finde ich das immer ein bisschen widerlich. Darum versuche ich das immer so leise wie möglich zu halten. Weil ich davon ausgehe, dass es auch Leute gibt wie mich,
die das auch nicht mögen. Und das wollte ich euch ersparen. Nicht alle sind so empfindlich wie du. Nein, ich weiß. Aber es gibt schönere Geräusche als Schmatzen. Muss man auch mal ehrlich sagen. Schmatzen ist mein Fetisch. Okay. Es war eine gute... War eine gute Schusstechnik, finde ich. So. Gib mir Mats. I need them. Stock, was soll ich mit dem Stock? Oh, 5 Holzpfeile, geil. Pfeile bin ich ja mal so ein bisschen rar, das heißt, ist ganz gut, wenn ich das mal habe. Ist hier auch noch welche? Nö. Hier liegt nichts mehr. Soldatenlanze. 7. Sorry, Alter. Was soll ich mit so einer schwachen Lanze? Ah, scheiß drauf. Ich find's auch ein bisschen doof, dass man Waffen nicht verkaufen kann. Das wäre doch cool, weil du hast manchmal echt scheiß Waffen, aber brauchst Rubine. Dann wird sich's anbieten, wenn du den einfach verkaufen kannst. Ist mein Käse hier so verdrahtet. Und dieses Spiel ist einfach so schön. Es ist einfach so wunderschön, dieses Spiel. Ja, das ist auch ein bisschen doof. Also ich finde das System, dass man nicht von Anfang an alle möglichen Waffen haben kann, gut. Weil sonst würde es das Spiel ein bisschen zu einfach machen. Und ich meine, du findest ja echt viele Crocs haben. Aber... So ein paar mehr wären schon cool. Kraftprobe Mittel. Die schaffen wir. Wobei, ich habe keine Herzen. Hab ich was zu essen gehabt? Ich habe mir letztes Mal so viel gekocht. Plus 4. Ach Mann. Ja.
Witzig. Was schmeißen wir mal weg? Komm hier. Nee, komm, dann schmeißen wir weg. Scheiß drauf. Ist eh gleich kaputt. Achso, ja, du musst die Kroxamen sammeln. Und dann kannst du die bei dem einen Waldvieh da abgeben. Und je nachdem, wie viel Samen du hast, desto mehr kann er deine Taschen erweitern. Also die erste Erweiterung kostet, glaube ich, 1 Samen pro Schild, Waffen und Bogentasche. Die zweite dann 2 und so weiter und so fort. Und da es ja 900 Samen gibt und man, glaube ich, 460 verbrauchen kann, kann man es zumindest relativ gut erweitern. Ist aber auch so eine Sache, die ich nie gemacht habe. Weil die Dinger zu sammeln ist mir viel zu blöd. So, jetzt können wir gleich mal ein bisschen Ausdauer machen. Und wir können mal schauen, ob wir diese Insel da hinten jetzt schaffen. Ich hab's ja schon mal versucht, ne? Und das war auch noch ein Schrein, der war schwer. Den können wir auch mal machen. Sollte ich jetzt eigentlich auch schaffen. Das sind ja so Sachen, da war ich schon mal als kleiner Junge mit 4 Herzen. Aber was dann, ne? Kommst du nie weiter. Ja, und ich habe jetzt noch 21 Kroxamen. Oder ich habe 21 insgesamt gehabt, das kann auch sein. Ja, da hatte ich noch nicht so eine krasse, geile Rüstung wie jetzt. Und so starke Waffen. Da hatte ich ein Level 12er Schwert oder so. Ah, fuck. Aber jetzt schlage ich sie mit ihren eigenen Waffen. Ah, fuck! Ich dachte, den packe ich. Dann nehmen wir das hier. Ah, ja, 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 ja. Ah, fuck you! Boah! Easy.
war knapp. Aber ein Level 40er Einhandschwert, da lass ich mir nicht entgehen. Die Level 60er Axt lasse ich mir auch nicht entgehen. So. Da haben wir schon mal gutes Equip. Wobei ich ja finde, dass die Haltbarkeit bei manchen Waffen ein bisschen länger halten könnte. Oh, die Kletterhandschuhe. Geil. Haben wir schon die Klettermütze? Und die Kletterrüstung ist auch noch in irgendeinem Schrein. Und dann wird das ganze Set voll. Oh, mit dem ganzen Set können wir ein bisschen schneller klettern. Und verlieren, glaube ich, weniger Ausdauer. Wenn du es eilig hast, kannst du mit Hilfe von X nach schnell nach oben springen. Das kostet allerdings viel Ausdauer. Oh ja, I know. Habe ich hier nicht die Zurakleidung? Jahaha! Rocksamen, vielen Dank. Ah, ich habe jetzt 12 Stück, okay. Gut. 12 Stück. Wir müssen auf diese Insel. Das ist ein bisschen nervig, weil wir kein Dings haben. Das heißt, wir müssen uns richtig lahm uns den Weg mit Eis bauen. Zwischendurch sind hier noch so ein paar Viecher. Aber... Ah, fuck you. Hi, Suboptimal. Schön, dass du da bist. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Was mache ich denn? Warum springe ich denn einfach? Ich depp. Tja, ich dachte, ich kann ihn hochziehen. Please stop. Stop. Ich habe dir nichts getan. Ich wollte eigentlich keine Bombenpfeile benutzen, aber ist egal. Gerade eine Switch verkauft. Warum verkaufst du denn deine Switch? Bist du nicht so zufrieden damit? Wisst ihr noch, was, als ich vor 30 Minuten sagte? Nein, nicht mal vor 30 Minuten, sagen wir vor 15, 20 Minuten. Dass hier strahlend blauer Himmel ist und das Gewitter nicht kommt. Es hat gerade gerummelt und der Himmel ist auf einmal grau. Und es hat geblitzt. Also, falls das Internet gleich ausgehen sollte oder der Stream stoppen wird, ihr werdet es mitbekommen.
Wobei ich einfach mal hoffe, dass es einfach rüberzieht. Dennoch werde ich mal kurz meine Plisse hochmachen, weil ich liebe Gewitter. Nein, nicht werfen. Crazy. Crazy, wie sich das Wetter so schnell verändern kann, ey. Ja, okay. Ja, kann ich verstehen. Ja, bei mir steht sie auch oft rum. Weil ich eigentlich nur Zelda spiele oder Mario. Oder habe halt so ein paar Spiele, so Xenoblade Chronicles hatte ich. Was mich jetzt aber nicht so umgehauen hat. Und ich hoffe, also Pokémon Let's Go war auch cool. Aber ich kann verstehen, wenn man nicht so viel damit anfangen kann. Ich finde es halt echt geil, dass sie so mobil ist, ne? Ja, das ist das, was mich auch tatsächlich stört, dass halt so viele Ports kommen. Ja, da kommt ein Skyrim, was halt irgendwie nicht mal die Remastered Edition ist, sondern die von 2011. Und ich denke mir, ja, okay, aber eigentlich solltet ihr mehr hinbekommen. Ich meine, gut, Mortal Kombat kam jetzt auch die 11er Version angeblich ohne großartige Einbußungen, im Gegenteil zu, also im Gegensatz zur PS4 oder so. Und es gibt auch coole Spiele dafür, so ist es ja nicht. Und der Pro-Controller ist großartig. Aber ich habe jetzt diesen 8-Bit-Do-Stick geholt, mit dem ich angeblich jeden Controller an jeder Konsole spielen kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich hätte halt gerne, dass ich den Pro-Controller von der Switch auch am PC benutzen kann. Boah, crazy, Alter. Es war eben nichts, gar nichts hier. Und auf einmal stürmt es und blitzt es und donnert es. Geil. Die Natur ist geil, das muss man mal ehrlich sagen. Heute ist für Bielefeld sogar Tornado-Gefahr. Und ich denke mir, what the fuck, ey? Tornado. Von wegen Klimawandel gibt's nicht, ey. Lass mir sagen, was du willst. Der Octopath Traveler hat mir so von allem, was ich gesehen habe, absolut nicht gefallen. Gott, ist das nervig hier. Oh, das ist eine Schatztruhe. Wobei ich glaube, dass nächstes oder übernächstes Jahr noch ein neues Zelda kommen wird. Mit der Breath of the Wild Engine. Es wäre dumm, wenn sie das nicht machen würden, weil die Engine ist geil. Das Spiel ist geil und hat viel Potenzial, das noch irgendwie auszubauen. Und ich gehe davon aus, dass wir entweder dieses Jahr auf E3 was davon hören werden, so als Abschluss. Oder, naja, mal schauen. Lege ab dein Werkzeug, stelle dich hier der Prüfer mit der Kraft, die ruht in dir. Okay.
stimmt, meine Rüstung muss ich ja auch ablegen. I don't have any weapon. Please stop. Oh, ich hätte vorher noch was essen sollen. Poltert draußen, ey. Hallöchen, ey. I don't have any weapon. Please stop. Leave me alone. Wo ist die Schatztruhe, die er hatte? Oder ist sie kaputt gegangen? Waren da denn nur die Rubine drin? Ja, aber bis dahin kommt bestimmt auch noch ein Hardware-Update. Ja, total. Total. Die meinten ja auch schon, oder angeblich soll es ja irgendwie noch eine neue Version geben oder vielleicht auch zwei, eine Art Pro-Version und eine Mini-Version. So quasi ein Ding, mit dem man also vielleicht, dass die Joy-Cons nicht abnehmbar sind oder so, so ein quasi 3DS-Nachfolger. Das hätte auch was für sich. Weil der 3DS ist tot, da müssen wir uns nichts vormachen. So, zumindest schon mal geröstete Pilze. Jetzt brauchen wir irgendwie Waffen. Da ist ein Hinox, da ist zumindest eine Kugel gewesen. Da glitzert irgendwas. Eine Route. Okay, ich habe meine. Die Dinger habe ich, das ist schon mal gut. Gehen erstmal nach da oben. Au. Ach du Scheiße. Okay, wir brauchen Waffen. Google Stadia. Ist das die Nintendo, die Google-Konsole, die sie da rausbringen wollen, oder was das war? Der Name sagt mir irgendwas, aber ich kann es gerade nicht zuordnen.
Weil die hatten doch auch irgendwas geplant, oder nicht? Nur mit dem Stock kommen wir nicht weit, das ist das Problem. Oh, da ist was. Oh, ein Sumpf. Oh, ich Depp. Ich dachte, das wäre Wasser. Holz für, Alter, jetzt geh da hoch. Fall da nicht in den Sumpf, in dem Loch rein, ey. Okay, wir haben eine Holzfäller-Axt. Das ist schon mal etwas. Ach, der Game-Streaming-Dings, genau, stimmt. Ja, ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, dass es eine Kooperation mit Microsoft geben wird. Und die planen ja auch einen Cloud-Gaming-Dienst. Es wäre für beide ein Vor- also es hätte nur Vorteile, ne? Microsoft könnte ihre Spiele auf der Switch vermarkten. Und die Switch könnte mehr Spieler haben, weil, weil du eben das mobile Konzept mit reinbringst. Das heißt, Xbox muss keinen eigenen mobilen Rahmen machen. So. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Adieu. 5 Holzpfeile, alright. Ihr burnt alles. Ja, ich habe mir gesagt, ich warte mit einem neuen PC. Meiner ist noch gut und ich bin zufrieden. Er macht, was er soll. Ach du Scheiße, Alter. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, okay, ich warte mit einem neuen PC noch, bis ich wirklich hier irgendwie Probleme mit habe. Weil ich müsste halt wirklich alles neu machen, ne? Ich müsste ein neues Mainboard mir holen und. Und das wäre mir einfach zu viel aktuell. Gut, wir haben das erste geschafft.
Nee, hier kommen wir nicht lang. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Gewitter schon wieder war. Also viel war das nicht. Von dem versprochenen Wirbelstürmen sehe ich hier nichts. Ja, deswegen baue ich es halt selber, ne? Also ich habe meinen Rechner selber gebaut. Und war sehr günstig damit. Also gut, ich hatte natürlich auch schon ein bisschen Krams, den ich nicht extra kaufen musste. Aber ich glaube, ich habe jetzt insgesamt für den Rechner hier 600 ausgegeben. Mann, jetzt lass mich doch in Ruhe, du Bastard. Vielleicht 700. Ja, da war ich noch Azubi. Also ich habe halt ein bisschen gespart. Ich meine, das kannst du dir ja auch, also wenn du erstmal ein Grundding hast, kannst du ja nach und nach aufbauen. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Arbeitsspeicher geholt. Und wichtig war mir erstmal eine richtige Grafikkarte. Wobei die auch, kannst du auch nachrüsten, das ist nicht das Problem. Noch ein Prozessor und Mainboard sind das Wichtige. Die müssen zusammenpassen. Und den Rest kannst du halt nach und nach aufbauen. Und so hatte ich das dann halt auch gemacht. Na gut, dafür habe ich ja auch hiervon was, ne? Also das ist kein Ding, was ich mir nächstes Jahr neu machen muss. Das ist eine Investition. Das ist genauso wie das Streaming-Equip, was ich mir jetzt hier besorgt habe. Da ist nichts bei, was ich nächstes Jahr aussortieren müsste. Aber habe ich mir gesagt, okay, ich investiere das jetzt einfach einmal. Und dann habe ich erstmal Ruhe. Ne, eben. Muss ja auch nicht. Das ist ja das Ding. Und beim PC bist du halt noch ein bisschen flexibler. Na, das passt schon, fand ich am beschissensten. Weil ich einfach so ungeduldig bin. Ach, der schwimmt über Wasser. Okay. Naja, was machst du denn da? Ja, fast beim ersten Mal. So, das war die erste von dreien. Ja, scheinbar war es das mit dem Gewitter schon wieder. Schade.
Beeilt er sich nicht, wenn er wartet? Scheinbar nicht. Das ist ja doof. Schöne Tentakeln. Kann man wohl nicht brennen. Ich dachte mir, so geröstete Tintenfische schmeckt doch auch gut. Lag ich wohl falsch. So, das nehmen wir mit. Boah, danke schön fürs Abo. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir viel Spaß mit der Hollerö-Tasse. So, das hier ist unser nächster Clou. Ich hoffe, er bleibt schlafen. Und dann stelle ich ihm jetzt einfach die Fässer dahin. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Leg dich wieder hin. Leg dich wieder hin. Komm. Komm, leg dich wieder hin. Da ist nichts. Es war nur eine Mücke. Ja, fein. Streck dich nochmal gut. Und dann wieder ab in die Haie. Das war knapp. Ich hasse Wetterberichte. Versprechen einem immer so viele große Sachen und am Ende kommt nichts. Ach, langweilig. Ja, jetzt doch kein Blutmond, oder? Wehe, die Viecher leben dann wieder. Ja. Oh! Boah, nee. Boah, fick dich, Spiel, ey. Fick dich richtig hart ins Knie.
Geh bloß weg, ey. Was für ein Glück kann man bitte haben, dass der Blutmond genau jetzt kommt? Mein Fass ist auch weg. Oh, wie behindert ist das denn? Oh, ist das nervig. Sorry, das musst du kurz raus. Ich bin. Das finde ich scheiße. Weg mit dir. Das ist so ein guter Plan mit den TNT-Fässern. Jetzt sind die am Lager doch bestimmt auch wieder down. Ja, hier auch. Ja, siehst ihr? Alle wieder da. Oh, nervig. Im Zweifel sind die jetzt sogar noch ein Level höher. Moin. Na gut. Wenigstens haben wir jetzt noch ein zweites Schild. Und nochmal ein paar Lanzen. Ist ja auch in Ordnung, ne? Wenn in der nächsten Nacht nie auch sofort wieder ein Blutmond kommt. Boah, stellt euch mal vor, ich wäre oben im Lager und wäre schon fast fertig mit einem und dann kommt der Blutmond und auf einmal ist das ganze Lager da. Oder ausrasten. Jetzt eben den Sonnenschirm inklusive 45 Kilo Granate also umgeweht. Ui. Was? Ja. Yeah. Wieso siehst du mich? Du hast geschlafen. Wo kommt ihr denn her? Es ist tags, Mann! Was ist mit dieser Insel? Geh weg! Aha. Loser. Ja, was denn? Hm? Eine Bombe. Vollidiot. Ja, du. Ah! Was macht der denn da? Ah ja. Er wird gleich schon wieder schlafen.
Oh, meine Güte. Na. Das Fass ist schon wieder weg. Warum ist das Fass weg? Ich mag dich nicht. Ich kann dich nicht leiden, Hinox. Weißt du das? Hier. Oh, war nicht so gut. Jetzt nimm doch einfach mal. Komm, wir visieren ihn mal an. Hallo, ha? Du fetter Sack, du. Ich habe mehr Steine als du denken, mehr Stöcke als du denken kannst. Ah! Fuck you, Alter. Ich beschütze dich. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Damit hast du nicht gerechnet, ne? Du Loser. Ich wollte es mir ersparen für die Großen, aber scheinbar musste ich das tun. Eigentlich habe ich es komplett vergessen, dass ich es kann. So. Wo muss diese Kugel hin? Nach oben, glaube ich, ne? Ah, was ist hier? Nope. Bleib da. Sehr gut. Very nice. So, jetzt gehen wir erstmal nach da oben und gucken mal, was es da gibt. Ja, ja, gut, Hey, guck mal. Upsi. Hey, es läuft ziemlich gut gerade. Es läuft wirklich gut. So, dann nehmen wir uns die Fackel. Und dann kochen wir uns mal ein bisschen was. Oh geil, 13 Herzen. Ah, hier müssen wir auch
eins hinstellen. Momento. Ui, Zutaten. Maxidurian, die Königin der Früchte, gefürchtet wegen ihres starken Geruchs. Ah, das ist hier was für Penner. So, dann machen wir uns doch einfach mal einen Apfelkompott mit Durian. Volle Heilung, plus 4 Herzen, geilo. So. Unsere Kugel müssen wir jetzt noch nach oben holen. Und dann gibt es scheinbar noch eine dritte Kugel. Die finden wir aber auch. Legen. Wo? Ah, haben wir noch 0 Pfeile. Mist. Scheiße, falsche Waffe ausgerüstet. Nice. Ah! Ihr kriegt mich niemals! Ihr Loser! Also ich finde so ein bisschen Robinson Crusoe ist schon ein bisschen cool. Feuerstein. So. Hui, Hallöchen.
Na du? Alright. Ich will erst einmal da ganz oben. Weil ich glaube, dass da oben die Kugel ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und da wir die anderen beiden Kugeln schon haben und wir quasi nur die Kugel reinmachen müssen, könnte ich sie vielleicht schaffen, ohne die Gegner zu besiegen. Ich bin ja Pazifist, ne? Von daher versuchen wir mal unser Glück. Sieht übrigens ziemlich cool hier oben aus. Irgendwas ist ja bestimmt oben, weil es ist ein Berg und es ist Zelda, man kann klettern. Also irgendwas wird hier oben sein. Ich weiß nicht, wie dieses Rind hier hochgekommen ist, ehrlich zu sein. Die Vögel kann ich noch verstehen, die können fliegen. Aber wie kommt das Rind hier hoch? Ist echt nix. Gar nix. Nicht mal ein bisschen. Das ist ein Schattenrind. Guck mal, das ist da und dann ist es wieder weg. Irgendwas ist hier strange. Bin hier im Testrealm gelandet. Nevermind. Von hier oben können wir auf jeden Fall ein paar Bomben werfen. Diese dummen Idioten, ey. Ah, guck mal, da ist der Ball. Okay. Oh, shit. Habe ich Metall an? Holzbogen? Okay, das Schild sollten wir ablegen. Warum reagieren die nicht mehr? Die sind ja doof. Schild wollen wir nicht. So, dann fehlt nur noch einer, ne? Ui. Hey, das ist ein Gewitter. Oh, Keule. Doch jetzt gut.
So, wo ist unser Ball hin? Ball? 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 Ah. Ich dachte schon, der wäre jetzt irgendwie runtergerutscht. Das war knapp. Ja, Mai, dann haben wir es geschafft. Da kommt der neue Schrein. Der Sieg ist dir hold mit allem Glück. Du erhältst dein Werkzeug nun zurück. Wohlanreisender, so soll es sein. Komm näher und betritt den Schrein. Ungut. Weggesprengt, genau. Was war der denn jetzt? Wo war der Schrein jetzt? Oder ist jetzt da oben? Ach, der ist jetzt da oben. Oh Gott, und es regnet. Das ist doch scheiße. War hier nicht ein Lagerfeuer? Irgendwo? Super, mal. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für dein Abo. Ich wünsche dir einen wunderschönen Feierabend und ein wunderschönes langes Wochenende. Genieß die Zeit und wir sehen uns am nächsten Mal vielleicht wieder, ansonsten mal übernächsten Mal. Schön, dass du da warst. Ah, du Dummer. Warte, du bist das nur. Warte, habe ich dann alles? Ach, das sind die Kletterhandschuhe, okay. Natürlich, Kletterhandschuhe ist eine ganze Oberbekleidung. Fehlt mir noch die Kletterhose. Ach echt? Oh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du bist übrigens der, der jetzt meine Marke geknackt hat und ich die erste Auszahlung von Twitch bekomme. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich freue mich über jede Unterstützung. Uguchide-Schrein. Oh, 300 Rubine, das ist ja super geil. Also genau das brauchten wir für die Hitzerüstung, oder? Ah. Ziel wechseln, Ziel wechseln, Ziel wechseln, Ziel wechseln. Ein Drittel aller Schreine haben wir jetzt.
Gut. Dann, tja. Ich würde sagen, hier Stempel, Stempel, Stempel. Hier oben haben wir auch noch den Turm nicht, aber das ist erstmal egal, da ist ja nichts. Ich würde sagen, ich mache eine kurze Pause, räume meinen Teller hier weg und alles, um mir noch Neues zu trinken. Und dann schauen wir mal, ob wir nach Goronia reinkommen. Hallo, hallo kleine Schatz. Und dann geht es dann gleich weiter. Kuschelbedürftiger Kater ist auch da. Ja. Also dann, bis gleich. Thank you.
So. Was machst du jetzt noch mit der angebrochenen Zeit? Mir zuschauen. Im Zweifel Stardew Valley. So, weiter geht's hier. Wo konnte man die Vulkanrüstung kaufen? Die war bei den Goronen direkt, ne? Jetzt erstmal dahin. Ja, wo gab es diesen Feuerschutztrank nochmal? Den konnte man, glaube ich, irgendwo kaufen. Vielleicht hier im Stall. Ich meine, der Stall ist ja quasi direkt da vor Ort, ne? Da. Maxi Edeltrüffel, geil. Deine Wii U, ja, mach das mal. Oh, Hilfe! Ich wollte gerade mein Mikrofon hier richtig machen. Tja, der hat nix. Weil es gab auch ein Rezept dafür, ne? Wo hab ich den da? Schutztrank. Irgendwo draußen. Okay, schaue ich gleich mal. Ja, wow. Warum? Ach, ich brauche keine Pfeile, ich brauche die Rüstung. Rüstung kostet ja so viel Geld. Und die nächsten Pfeile kriege ich ja sowieso bald. Aber wir warten erstmal kurz bis zum Morgengrauen. Dann ist hier bestimmt auch mehr los. Ja. Tja,
wenn du einmal in meinem Alter bist, siehst du den Leuten sowas an der Nasenspitze an. Das hier ist der Stall des Waldes. Der liegt genau auf der Grenze zwischen Eldin, der Ebene von Hyrule. Es gibt kaum einen Reisenden, der hier keine Pause einlegt. Ah, und der Wald von Hyrule, von dem der Stall seinen Namen hat, ist auch nicht weit von hier. Eldin? Nordöstlich von hier beginnt die Region Eldin. Eine Gebirgskette um den Todesberg. Man kann von hier aus sogar den Todesberg sehen, aber nur seine Rückseite. Wenn du ihn besteigen möchtest, würde ich dir empfehlen, es von der Region Akalla im Osten aus zu versuchen. Ah, okay. Da muss ich zu dem. Aha. Dann sind wir im falschen Stall. Stall des Berges. Manche Monster lassen ihre Waffen achtlos in ihren Lagern, die rumliegen. Wenn du sie stehlst, hast du danach leichtes Spiel mit ihnen. Ja, ich habe auch nicht drauf geachtet. Ich dachte mir gerade so, der Stall passt schon. Nanu! Hi. Genau. Dachte ich mir. Warte mal, willst du in dem Aufzug nach Coronia? Ja. Ah. Oh, gib mir 3. Stöhn. Oh. Gut. Terry. Was möchten wir denn verkaufen? Ein paar Monsterteile, bitte. Wow. Ja, ja. Yeah, ja. Yeah. Trial Princess, ah, okay. Ja, Trial Princess habe ich vor einem Jahr hier durchgespielt. Ist auch schon wieder ein Jahr her. Ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Ah, das ist aber schade. Opas, alle. Ja, ich gebe dir alles, was du brauchst. Gib mir Money. Ja, die können wir auch verkaufen. Sieht aus, wer sich angeschaut. Nee, ich musste kurz wem antworten. Lass mal gut sein. So, als erstes brauchen wir mal hier eine andere Rüstung wieder. Damit wir ein bisschen mehr aushalten. Okay. Und jetzt gehen wir mal zu Gelb.
Ja, so wie ich eingeschlafen bin. Einfach mal so beim Sprechen einschlafen. Oh, Mäuschen. Wer weiß. Wäre ein bisschen witzig. War hier nicht noch eine Erinnerung? Nee, ich habe tatsächlich heute Mittag schon gepennt. Ach, heute Nachmittag. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich für ein halbes Stündchen noch hingelegt. Darum bin ich jetzt eigentlich relativ fit. Mirael, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Was ich noch vorhabe in Breath of the Wild, wir müssen jetzt den vierten Titan machen. Und dann müssen wir Ganondorf machen. Boah, ohne Scheiß, ich brauche ein Sofa in meinem Büro. Und das wäre super geil. Und dann würde ich einfach, statt einer Mittagspause, die ich eh nicht brauche, einfach schlafen. Ich finde es blöd, dass man diese Fotos nicht ranzoomen kann, aber ich würde behaupten, dass es da oben ist. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Junge. Ich hasse es. Da haben wir die falsche Seite. Kein Problem. Bop, 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 bop. Jahaha. Magic. Langsam. Ich bin kein guter Fotograf. Nee, nee, nee. Also ich will die Erweiterung noch machen auf jeden Fall. Und Schreine weiß ich nicht, ob ich alle mache. Weil ich muss halt demnächst, also ich muss eigentlich langsam fertig werden, damit ich mit Wind Waker weitermachen kann. Kann man auf dem Strauß aufsteigen? Das wäre super cool. Und
Darum muss ich jetzt halt langsam mal in die Pötte kommen, um den vierten Titan zu machen und dann Ganondorf. Das ist ja mein zweiter Spielstand, das ist ja nicht mein Hauptspielstand, ne? Im Hauptspielstand habe ich das ja schon alles durch. Ja, ich habe im Dezember habe ich mit dem hier angefangen. Und seitdem immer sporadisch mal, wenn ich irgendwie Zeit habe. Für ein paar Stündchen. Am liebsten immer samstags. So vormittags bis nachmittags. So 5 bis 6 Stunden. Und weil ich morgen den ganzen Tag unterwegs bin, habe ich mir gedacht, heute ist das ein guter Zeitpunkt, um mal wieder zu spielen, weil das letzte Mal ist schon wieder ein bisschen her. Danke. Ja, das ist eine LED-Leiste, die dahinter hängt. Und die habe ich mir letztens geholt. Und in der gesamten Wohnung habe ich jetzt ja Philips Hue. Und darum ist das alles aufeinander abgestimmt. Oder gibt es noch eine IFTTT-App, beziehungsweise ein IFTTT-Skill, den ich aktiv habe. Immer wenn ich nach Hause komme, geht ihr Disco-Light an. Also die wechseln die ganze Zeit die Farbe, bis ich es ausmache. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Also auch für mich gerade hier, so wenn ich hier sitze. Ich habe hinter den Monitoren auch nochmal 2 davon, sodass ich Backlight... Beleuchtung habe und ja, im Wohnzimmer habe ich noch 2 Lampen und den Fernseher, der das kann. Und hier halt die Lichterkette und meine beiden Uplays hinter den Monitoren und die Deckenlampe. So, ich habe das Gefühl, wir sind hier zu weit, oder? Hier ist schon Ende im Gelände. Wir müssen dahin. Stimmt, Liriel. Kennt Liriel deinen neuen Namen schon? Eine Star Wisp. Oben vielleicht? Ey, sieht alles irgendwie nicht richtig aus. Ich sehe da nur einen Wächter, darum will ich da nicht hin. Ich habe keine Lust auf einen Wächter. Dip
Geh mal da hoch. Hast du dich bewegt schon? Natürlich habe ich mich bei Vika schon bedankt. Natürlich. Ist wieder soweit. Ich weiß weder ein noch aus. Tritt ich nun die beschwerliche Reise zum Vulkan an oder nicht? Lasse ich mich von den vielen Touristen, die mich dort oben sicher erwarten, motivieren oder abschrecken? Keine Ahnung, aber... Ah! Aber ich hau jetzt erstmal ab hier. Weiß ja nicht, was du vorhast, aber ciao. Dim, dim, dim. Oh, shit. Da war eine Sternschnuppe. Wo kommt der denn her? Da ist auf jeden Fall der Turm. Da möchte ich jetzt hin. Weg hier. Weg hier. Sportart von denen. Goronen schmeißen. Steine schmeißen, Goronen schmeißen. Wobei, die schmeißen sich bestimmt nur selber runter und finden das cool. So, wir nähern uns dem Gebiet, wo wir den Trank brauchen, glaube ich. Ja, stimmt. Und wenn ihnen zwischendurch hungrig, also wenn sie zwischendurch hungrig werden, dann essen sie die Steine einfach. So, wir müssen auf die andere Seite. Ja, das ist mega. Gut, es läuft. Braucht man nachts wohl hier einfach kein Hitzeschutzding?
Hallo, Mausi. Immer ein bisschen an der Seite, Dicky. Ja. Ja. Nein, das ist mein Bierchen. Das ist mein Bier. Das ist mein Bier. Oh. Ja, achso, ja stimmt, ihr seht das Thermometer nicht. Ja, genau, das ist quasi 1 Millimeter vor Erhitzung. Warum reiche ich das nicht? Es reicht doch sonst immer. Ja, Fisch. Schiekerstein erkannt. So. Nun müssen wir hierhin. Oh, jetzt brenne ich. It's getting hot in here, so hot. Vor allem ein Eisenschild, ja. Das erhitzt dich bestimmt überhaupt nicht. Alles safe. So, wir haben jetzt 6 Minuten Zeit, um ins Goronendorf zu kommen. Ich glaube, das tut Link mehr weh als anderes Schild. Also ich bin kein Profi, aber ich behaupte, ein Metallschild tut weh. Hyrule Metal. Ja, stimmt. So ein Fake-Schild von... vom Hylia-Schild. Los, was ist los, Mensch? Hm?
Au, nicht ins Knie beißen. Komm her. Oder ich schnuppere an meinen Schuhen, das ist auch okay. Ich glaube, der Kleine will spielen. Oh Gott. Einen wunderschönen guten Abend, King Bronco. Okay. Da ist er, unser vierter Titan. So, wir haben ihn erstmal kurz aktiviert. Wir gehen aber noch nicht rein, weil wir nur noch 2 Minuten Brandschutz haben und ich mir schnell die Feuerrüstung holen möchte. Darum schauen wir mal, in welchem Geschäft es die gab. Ach da. Augen auf beim Waffenkauf, ne? Oi! Ja. Gebongt. Gebongt. So, easy. Jetzt sind wir auch safe. Was den Feuerschutz angeht, dann können wir einmal kurz zurück nach Kakariko und unsere Rüstung ein bisschen aufmotzen, hoffe ich zumindest. Draußen bezieht sich das schon wieder so ein bisschen. Thank you.
Schleichrüstung. Habe ich noch einen Teil? Oh. Schade. Allzu langsam. So, dann sammeln wir noch ein paar Feen ein. Das schadet ja auch nie. Wenn sie hier runterkommen, wo ich sie packen kann. Löschechse und Moblinhorn. Oh, die Moblinhorns habe ich eh mal verkauft. I hate my life. Na egal. Dann machen wir jetzt erstmal den Schrein. Und ja, ich glaube, dann haben wir es für heute auch erstmal. Wir haben schon 22 Uhr. Ich muss morgen leider früh raus. Aber wir haben die Gleise gestellt für unsere nächste große Session. Wankendes Feuer. Okay. Ist schon ein bisschen scheiße, wenn man kein Feuer hat, ne? Bombenpfeil ist mir ein bisschen zu. Ich habe nur einen einzigen Explosionspfeil, aber der ist mir zu wichtig. Dann machen wir den Schrein mal anders, ist auch nicht so wild. Wir können noch mal hier hin und unsere Krogsamen noch bezahlen. Oh. Katze. Ja. Wo war der denn nochmal? Der war doch auch hier irgendwo. Ja. Hier, Vika, bei dem kannst du deine Bocksamen abgeben. Hier machen wir Schildtasche.
Ja, aber ich kann die Blätter nicht mit den Bomben entzünden, das ist das Problem. Und mit was anderem konnte ich die nicht entzünden. Normalerweise ist das so aufgebaut, aber irgendwie... Bei manchen Schreien ist es ein bisschen dumm. Eine größere Schildtasche. Ohohohoho. So, dann machen wir die Waffentasche einmal größer. Und die Bogentasche. Oder was will er? Ja. Juch. Wow, acht, nee, die habe ich nicht. Gucken wir uns die Animation einmal richtig an. Es ist so gut, es ist so gut. Ja. Dam, dam, da, da, dam. Ja gut, bis dann. So, hier gab's keine Statue, ne? Nee. Dann fliegen wir noch einmal kurz nach Kakariko. Hätte ich auch eben schon machen können, ey. Also der Rechner ist schon ein ganz schönes wärmeproduzierendes Produkt. So. Lief die Musik die ganze Zeit? Hat die gestört? Ich habe ganz vergessen, die auszumachen. Ah. Dann ist ja gut. Ja, wir haben es heute geschafft. Mir wird hier gerade so ein bisschen warm, darum muss ich ein bisschen lüften. Und... Ich schicke euch... Ich schicke euch... Ups, jetzt habe ich mich doppelt. Ich schicke euch mal zu dem lieben Boons. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns am Montag wieder. Montag werde ich... Ich weiß noch nicht wann. Es wird vielleicht ein längerer Pokémon-Stream. Es ist ein Feiertag. Und... Ja. Wir schauen dann einfach mal... Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes, langes Wochenende und adieu.